ask myself what I miss more. Thought of you, you walking out the door. Through the late fights and long nights. Hallo, herzlich willkommen und grüß euch zu einer neuen Ausgabe von Markus Burkhardts Tierporträt. Oder eigentlich muss ich sagen, Vogelporträt. Wir porträtieren heute die wunderbare Amsel. Endlich habe ich es aufgestellt. Es hat einen super Platz gekriegt. Mein großes Vogelhaus. Amseln lieben Vogelhäuser. So viel vorweg. Aber interessant ist, Amseln gehören ja zu den Drosseln, zu den drosselartigen Turdus merula, wen der lateinische Name interessieren sollte. Man könnte auch zur Amsel Schwarzdrossel sagen, manchmal veraltet auch Schwarzamsel. Zu den Drosseln, Wacholderdrossel, Singdrossel, Misteldrossel, sind große, kräftige Vögel, jetzt im Vergleich zu einer Blaumeise zum Beispiel oder zu einem Zaunkönig. Aber was gut ist, auf der einen Seite, Amseln sind sehr häufige Vögel, das heißt, es geht ihnen gut, sie haben eine gute Population und Deutschland nimmt da einen besonderen Stellenwert ein, weil auf die Gesamtpopulation, also auf die Gesamtweltpopulation, leben in Deutschland davon 20%. Also 20%, ein Fünftel der gesamten Population der weltweiten lebt in Deutschland. Der Rest teilt sich auf viele europäische Länder, sogar auf den Azoren gibt es die Amsel. Sibirien bis rüber nach China, aber auch in Nordafrika. Eingeschleppt wurden sie von Menschen, von wem sonst, nach Neuseeland und Australien. Auch unglaublich. Das heißt, Deutschland hat da irgendwie eine interessante Rolle und in deutschen Städten ist wahrscheinlich in Österreich und in der Schweiz oder in europäischen Ländern nichts anderes, ist sie mittlerweile der häufigste Stadtvogel. Sie verdient also wirklich endlich ein Porträt und das machen wir jetzt. Wichtig ist noch, es soll keine strenge, irgendwie wissenschaftliche Abhandlung über die Amsel werden, sondern hauptsächlich geht es uns darum, was könnt ihr bei euch daheim machen, damit sie die Amsel wohlfühlt, damit sie was Gutes zum Fressen hat, damit sie brütet. Um das soll es gehen, was nämlich auch faszinierend ist an der Amsel. Die Amsel ist unfassbar anpassungsfähig, sonst hätte sie es nicht geschafft, in so eigentlich verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem so häufigen Vogel, nämlich bis in unsere Innenstädte zu werden. Man sagt da sogar mittlerweile Verstädterung dazu. Also die Populationen erfahren über die Jahrzehnte eine Art Verstädterung und zwar in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet, weil ursprünglich ist die Amsel ein eher scheuer Waldvogel, aber mittlerweile hat sie es bis in unsere Städte geschafft. Ihr wisst es, überall am Ort, in unseren Gemeinden, in unseren Orten ist die Amsel eigentlich ein liebgewonnener und gern gesehener Gast, weil sie so schön singt. Obwohl, jetzt fällt mir gerade ein, wie so, da waren wir so 20, 21, glaube ich, haben wir in Graz gewohnt. Aber mit Blick nach draußen auf einen großen Innenhof, das war unglaublich. Also, sie singen schön, ja, aber damals ist man nicht schön vorgekommen. Wenn man Party macht und dann fangen die Amseln ja meistens eine Stunde vorher zum Singen an, bevor es überhaupt hell wird, das ist unglaublich. Das zweite Mal singen sie dann am Abend in wunderschönen, eigentlich sehr melodischen Strophen und ihr kennt sie sicher auch alle, die Amseln daheim haben und hin und wieder beobachten, wenn man es irgendwie aufschreckt oder beim Futtern stört oder es nähert sich der Feind, die Katze. Dann machen sie meistens so einen schnellen Dreierton, so irgendwie so Chi-Chi-Chi oder Che-Che-Che. Und sie haben so ganz eigene Lautäußerungen, wenn es am Abend dann irgendwie so Richtung Bettruhe geht, eher so Zi-Zi-Zi. Ich habe es nicht sehr professionell gemacht, ich gebe es zu. Aber der Gesang ist wunderschön und wir haben auch ein paar Kostproben für euch vom Gesang. Was cool ist bei den Amseln, ich glaube, deswegen sind sie vielleicht da irgendwie so beliebt, sie haben einen ausgesprochenen Geschlechtsdimorphismus. Also einen ausgesprochenen Dimorphismus. Also Männchen und Weibchen, wie bei Menschen, schauen ganz anders aus. Das Männchen ist ja bei den Amseln, ich glaube, das weiß wahrscheinlich eh so gut wie jeder,
ganz schwarz, also tiefschwarz. Und deshalb wirkt es dann so gut, weil Amseln, also auch die Weibchen, haben so einen gelben Augenring, aber der leuchtet halt beim Männchen dann richtig stark außer. Und der gelbe Schnabel, also richtig ein schöner, was sagt da, Amselhahn dazu. Amselhähne sind wirklich schöne Vögel und die Weibchen sind ein bisschen dezenter. Wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, macht wieder Sinn, weil die ja brüten. Das heißt, die sitzen eher am Boden oder in irgendeiner Hecken drinnen und wollen natürlich möglichst nicht auffallen. Deshalb macht es absolut Sinn, dass das Weibchen da besser getarnt ist als die schmucken, eleganten, schwarzen Männchen. Was fressen Amseln? Amseln sind eigentlich, könnte man vielleicht am besten so irgendwie sagen, robuste Allesfresser. Deshalb sind sie so anpassungsfähig. Sie lieben verschiedenste tierische Kost, also Insekten, Spinnen, Käfer, manchmal sogar unseren kleinen Frosch erwischen oder eine kleine Kröte oder vielleicht sogar mal eine kleine Eidechse oder so irgendwas, die unachtsam ist. Also da sind sie eigentlich nicht besonders heikel. Sie fressen aber auch sehr gern zum Beispiel Beeren oder irgendwelche Früchte, speziell im Winter rein. Wenn ihr da wieder mein Appell, schaut wirklich, dass im Garten möglichst verschiedene Wildfruchtgehölze habt, wie zum Beispiel Rosen sind super, die Hagebutten mögen sehr gerne. Oder bei uns ist lustig, gehen sie immer wieder auf die Mehlbeere und holen sie von der Mehlbeere dann oft schon wirklich im Winter rein, wenn die letzten vertrockneten Früchte oben sind, holen sie die Mehlbeeren runter. Ihr wisst es, glaube ich, selbst wie laut raschelnd sie Amseln oft durch den Garten bewegen, wenn sie unter den Hecken zum Beispiel noch irgendwas essbaren, also meistens tierisches, suchen. Aber hier vielleicht die kleine Ausnahme einmal im Naturgartenparadies. Amseln lieben auch Rasenflächen, weil in solchen Rasenflächen, da finden sie sehr, sehr gut und einfach Würmer im Normalfall, weil sie Würmer in Rasenflächen, vor allem auch wenn sie gedüngt sind oder wenn immer so ein bisschen das Schnittglut liegen bleibt, das mögen Amseln ganz gern, weil da können sie dann sehr zahlreich diese Würmer rauspicken. Jetzt habe ich fast vergessen, was Amseln lieben, Efeu, und zwar die reifen Beeren. Die werden erst sehr, sehr spät, so Ende Winter irgendwie, ist ein super Snack oder im frühen Frühjahr. Sogar Zieräpfel fressen sie. Also haben wirklich eine gemischte Kost. Übrigens, weil ich gesagt habe, Efeu, Mehlbeere, wir haben ja noch bis zum 3. November unsere Aktion auf Stauden, Kräuter, Wasserpflanzen, weil ja auch sehr viele Vogelarten, also jetzt nicht unbedingt vielleicht die Amsel, diese Sämereien so schätzen von unseren heimischen Stauden. Also wenn wer noch vorhat, was zu setzen, dann vielleicht schaut einen Sprung ein in den Shop, würde uns natürlich freuen. Wenn ihr Amseln füttern wollt, also speziell jetzt natürlich im Winter, im Sommer übrigens, wo Amseln natürlich auch dankbar sind, wenn sie eine Wasserstelle haben, wo sie trinken können, dann sehr gern. Oder mal ein bisschen ein Bad nehmen, das machen Amseln auch sehr gern. Regelmäßig bitte das Wasser wechseln. Aber im Winter sind es sogenannte Weichfutterfresser. Also sie mögen ein eher weiches Futter. Das erkennt man an diesem eher spitzenlangen Schnabel, dass sie nicht unbedingt eine harte, feste Kornkost mögen. Zum Beispiel so ein Klassiker wären so Haferflocken getränkt in Sonnenblumenöl, aber Rosinen mögen sie sehr gern. Ähnlich wie zum Beispiel Rotkehlchen und Heckenbraunellen, die mögen auch so ein weiches Futter. Also mit dem macht es alles richtig. Und jeder kennt es, man hat Äpfel, vielleicht zu lange liegen oder sie liegen am Boden und faulen. Dann schneidet sie es einfach auseinander oder nehmt sie als Ganze und bietet sie den Amseln an. Wir haben da ganz nette, so, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Ich weiß es nicht. Da könnt ihr zum Beispiel die Äpfel aufspießen, ist schon lieb aus. Und sowas nehmen sie ganz gern an, vor allem wenn die Äpfel schon ein bisschen vielleicht auf einer Seite angeschnitten sind. Oder ihr legt die Äpfel einfach nur auf den Tisch oder auf eine Tonne im Garten, gut sichtbar. Das machen sie dann. Das machen sie bei uns übrigens unterm Apfelbaum. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Amseln lieben es, vom Boden zu fressen. Also wenn ihr nicht unbedingt ständig eine patrouillierende Katze im Garten habt oder das in irgendeiner Form sichern könnt, dann mögen Amseln das sehr gern, wenn man das Futter einfach am Boden anbietet. Sie sind aber nicht schüchtern und gehen auch liebend gerne mal in ein Vogelhaus, auch wenn das Vogelhaus kleiner ist wie die Amsel selbst. Die Amsel kommt rein und holt sich da, was sie gerne fressen mag.
ist wirklich nicht wählerisch, es ist wirklich eine lustige Beobachtung bei mir. Sie geht sehr gerne ins Futterhäuschen, ins Klassische. Ich habe ihr dann einmal so ein Futterbrett gemacht. Das ist auch ganz nett. Es ist nur ein Brett und da lege ich dann die Öpfe rein oder gebe einmal ein paar Löffel von diesen Haferflocken mit Sonnenblumenöl rein. Da können schön anlanden, es sind oft mehrere. Manche versammeln sie ganze Amselgruppen, weil eher sind sie dann zumindest ab der Brutzeit einzelgängerisch und fressen dann dort. Oder sogar, was sie auch sehr gern mögen, sind die Meisenknädel, also auch Fettfutter. Das holen sie sich zum Teil sogar aus diesen Körbchen außer. Also da sind sie dann durchaus akrobatisch unterwegs, obwohl sie so eigentlich sehr gern vom Boden fressen. Aber wenn es viel schneit und der Boden ist zugedeckt und auch das Futter, dann sind sie wieder froh, wenn sie da ein bisschen ausweichen können. Also denkt einfach dran, die Amsel ist super flexibel, aber frisst auch sehr gern vom Boden. Die Amsel frisst sogar Sonnenblumenkerne oder auch einen Nussbruch, also wirklich mega flexibel. Die Amsel macht es uns wirklich leicht, was nämlich ihre Aufzucht betrifft. Die ist eigentlich ein Freibrüter. Das heißt, die braucht nicht einmal unbedingt einen Nistkasten. Und wenn sie den einen aufhängt, dann könnt ihr vielleicht überhaupt eher nur so Brettchen aufhängen oder maximal eine Halbhöhle. Also sie braucht einfach Licht. Sehr gerne im Garten geht's, wissen sicher viele, in geschnittene Hecken, wenn die schon dicht sind, da können sie sich super verstecken drinnen. Da finden sie immer was, wo sie das Nest reinbauen können. Oder in niedrige Sträucher, in niedrige Bäume. Also eher nicht zu hoch ist das Nest. Oder durchaus einmal am Boden. Ist natürlich dann wesentlich weniger gut geschützt. Es werden auch die Amselweibchen vor allem werden relativ häufig Opfer von irgendwelchen Prädatoren, die auch einen Hunger haben, also häufiger scheinbar wie die Männchen, obwohl die Männchen eigentlich leichter zum Sehen sind. Also man muss eigentlich nicht großartig was vorsehen, damit Amseln brüten können. Es reichen ein paar dichte Sträucher oder eben, wie gesagt, Hecken. Sogar in einen Laubhaufen kann es sein, dass ihr Nest reinmacht. Nest ist recht, ich finde, ein ansehnliches so ein Napfnest. Das sammelst du zuerst so aus verschiedenen Gräsern, Ästchen. Und dann wird das innen noch verschmiert mit Lehm, ist sehr typisch so ein Amselnest. Also drinnen verschmierst du es dann mit Erde, mit Lehm, dann hält es zusammen und dann tut es noch einmal so ein bisschen auspolstern, damit die Eier sozusagen weich liegen mit Moos oder mit irgendwelchen feinen Sachen, die es im Garten vorfindet. Das Nest ist gebaut, das Nest bauen die Weibchen. Man streitet gerade ein bisschen unter Vogelkundlern, naja, ist nicht das Männchen auch irgendwie beteiligt? Vielleicht ist das Männchen verantwortlich zum Aussuchen vom Nestplatz. Werden wir sehen, was rauskommt. Also immerhin, ich habe es ausgesucht. Ich habe den wichtigen Platz gefunden. Du darfst jetzt bauen. Manchmal ist es so, also meistens brütet das Weibchen, wobei es ich bei mir auch schon beobachtet habe, dass sehr gern das Männchen auch sitzt. Also kann man jetzt auch nicht sagen, dass nicht nur die Weibchen sitzen. Manchmal übernehmen da die Männchen auch. Das geht relativ zackig. Nach zwei Wochen schlüpfen die Jungen und bleiben dann eigentlich nur mehr so um die zwei Wochen im Nest drinnen. Und dann sind es Flüge unter Anführungszeichen, weil die gehen eigentlich fast zu früh aus dem Nest. Die können noch gar nicht gut fliegen. Das ist dann ein bisschen eine kritische Phase. Ihr wisst es alle, Katzen, Katzen, Katzen. Weil sie sich da eher so ruhig verhalten und irgendwo im Garten verstecken. Dann findet man oft diese kleinen entzückenden Amseln, die dann schnell irgendwo unter eine Hecke reinrennen und das dauert dann so meistens ein paar Tage. Da schauen die Eltern noch auf sie und füttern sie noch so ein bisschen zu und spätestens noch in etwa drei Wochen sind sie dann tatsächlich selbstständig können fliegen und ziehen dann ihre Wege. Ihre Wege? Wie sagt man? Ich weiß es nicht. Erwähnenswert wäre sicher noch eine heftige Geschichte, einmalig scheinbar bis jetzt so, zumindest in unseren Aufzeichnungen oder solange wir Vögel beobachten, der sogenannte Usutu-Virus hat richtig heftige Kahlschläge gemacht. Ich glaube so 2011, 12 so in dem Bereich ist nach Deutschland gekommen, hat sich dann über verschiedenste europäische Regionen ausgebreitet und wird ausschließlich von infizierten Stechmücken auf die Amseln übertragen. Und die Amseln ziehen sie dann eher so zurück und verenden dann meistens irgendwo, wo man es gar nicht unbedingt wahrnimmt. Keine Angst, wenn ihr tote Amseln findet, ist nicht ansteckend. Also weder für Menschen noch für Haustiere noch sonst was. Scheinbar bis heute kann man auch nichts machen dagegen. Aber man hat jetzt erst wirklich da fast ein bisschen klarerweise Panik gehabt, weil regionenweise sind bis zu 90% oder mehr, also die Amselbestände
völlig eingebrochen, haben sie aber sehr rasch wieder erholt und offensichtlich haben sie mittlerweile so einiges an Resistenzen ausbilden können und die Populationen sind eigentlich wieder völlig intakt. Aber das wird wahrscheinlich, es wird uns erhalten bleiben, wahrscheinlich nicht mehr in dieser Durchschlagskraft, aber die Amsel ist da wiederum ein sehr, sehr anpassungsfähiger und unglaublich kräftiger Vogel. Wie ist das? Die Vogelgrippe geht wieder um. Ich kriege schon gar nicht mehr mit. Alle paar Jahre kommt die Vogelgrippe und die Menschheit wird hinweggerafft. Vielleicht passiert es nächstes Mal. Schauen wir mal. Aber ihr könnt euch ein bisschen entspannen, weil unsere Singvögel, Amseln und so weiter sind da eigentlich nicht daran beteiligt. Überhaupt sind ziehende Vögel offensichtlich so gut wie gar nicht an der Vogelgrippe beteiligt, sondern vielmehr der weltweite Handel, also wieder mal der Mensch. Also mit irgendwelchen Vogelprodukten ist es Fleisch, Schlachtabfälle, Kot etc. Egal, ein Nebenthema. Kehren wir zurück zu Erfreulichem. Für mich persönlich ist die Amsel wirklich ein wunderbarer Vogel. Es stimmt dann einfach fröhlich, wenn man den hat im Garten. Die haben irgendwie so ein fröhliches Gemüt, man merkt ihm auch, das ist ein robuster Vogel. Wenn der schimpft, wenn du vorbeigehst, da reißt es dich. Jedes Mal, wenn ich unten bei den Öpfen vorbeigehe, schimpfen, das ist wirklich unglaublich. Und auf der anderen Seite können sie so schön singen. Also man kann es kaum glauben, welche Melodien Amseln produzieren mit Pause zwischen den Strophen. Also wirklich hochmusikalisch. Ich glaube, Amsel war so eines der ersten wirklich schönen Erlebnisse, auch die ich als Kind gehabt habe. Ich habe ein Amselnest gefunden in der Holzhütte meines Opas. Der hat immer so das Brennholz in so Hütten geschlichtet gehabt. Und da haben sie ganz oben, bin ich mal geklettert auf diese Hütten und habe dann so runtergeschaut und dann sehe ich das Amselnest mit den kleinen Eiern drinnen. War natürlich voll fasziniert. Und dann bin ich jeden Tag da rauf und habe dann geschaut und habe es dann tatsächlich beobachten können, wie es sozusagen schlüpfen oder wie die ganz kleinen Amseln da drinnen waren, war ein wirklich schönes Erlebnis und ich freue mich wirklich, dass wir eigentlich eine super Amselpopulation da bei uns haben. Und die Amsel ist irgendwie, finde ich, auch so ein gutes Sinnbild dafür, dass wir in unseren Gärten, in unseren Naturgärten, aber sogar die Rasen mähen, also macht es bitte nicht immer die Rasenmäher schlecht, sondern man kann auch durchaus eine Wiese kurz halten und viele Tiere profitieren davon, aber lasst einfach viele Bereiche auch wild, weil da kann die Amsel dann suchen im Laub etc., wie wir es eben beschrieben haben. Übrigens, Amseln lieben so große Vogelhäuser, wo sie viel Platz haben, wo sie richtig mit ihrem Schnabel werken können und alles rausstreuen. Grämt euch nicht, es kommt vielen Vögeln zugute, die gerne vom Boden auflesen, wie zum Beispiel eben der Buchfink. Wen es interessiert, wie wir das Vogelhäuschen gebaut haben, wir setzen euch einen Link. Also unten in der Beschreibung habt ihr den Link zu diesem Mega-Vogelhäuschen. Aber das Vogelhäuschen, das wir vorher gesehen nachgebaut haben, von der Lisi, dieses zierliche, das kommt mega gut an. Wir haben jetzt schon wirklich einige Zuschriften mit Fotos gekriegt von euch, wo das nachgebaut worden ist. Wieder mal peinlich für mich, weil die immer so schön und perfekt nachgebaut werden. Und es ist unglaublich, wir haben sogar einen Plan dazu mit Maßen von euch gekriegt. Also wirklich hochprofessionell. Wir werden euch unten in die Beschreibung dann reinschreiben, wo wir das unterbringen, diesen Plan, weil wenn das interessiert, das nachzubauen, der könnt ihr den dann ausdrucken. Also wirklich vielen, vielen Dank. Erstens für die schönen Fotos und für den Plan sowieso. Unglaublich. Also, das war's von mir. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Amsel mögt und auch wir ein Like bekommen. Ihr könnt auch abonnieren und die Bung-Glocke betätigen, weil dann kriegt ihr immer jedes neue Video. Ist vielleicht jetzt vor dem Winter auch ganz cool, weil wir da ein paar so Winter-Specials machen, eben bezüglich Fütterung. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr in den Shop reinschaut. Wie gesagt, gerade bei unseren heimischen Singvögeln haben wir so ein, glaube ich, mittlerweile ein ganz cooles Sortiment an verschiedensten Dingen, wie man unsere Vögel unterstützen kann. Schreibt uns einfach ein bisschen eine eure schönsten Erlebnisse mit den Amseln. Weil ich glaube, fast jeder, der einen Garten hat, hat Amseln im Garten. Und vielleicht die meisten füttern es oder auch unbewusst, dass sie irgendwie immer wieder kommen und einmal ein paar Äpfel stibitzen. Ist ja einfach nett, wenn ihr uns daran teilhaben lasst. Pfiat euch, ciao, bis zum nächsten Mal. Die Amseln kennen es besser, oder? Viel besser. Ist ganz interessant, weil die Amseln sind ja
Gott sei Dank noch sehr häufige Vögel und sie zählen, das ist schwierig, die Amsel, das ist ein Wahnsinn, Alina, es ist ein Wahnsinn, ich schwöre das, ich habe Alzheimer.